Diese Versammlung hier war am Mittwoch verboten. Die Polizei in Berlin, das habe ich schon häufiger gesagt, hat sehr gut mit uns kooperiert im Vorfeld und wir haben ein hervorragendes Konzept erarbeitet. Es war nicht die Polizei in Berlin, die diese Versammlung verboten hat, sondern es war politisch motiviert. Der Innensenator Geisel, der Innensenator Geisel hat ja auch deutlich gesagt, warum er diese Versammlung verbieten möchte. Aber mit einem super Team, insbesondere möchte ich drei Personen hervorheben, die mich extrem unterstützt haben oder eigentlich fast noch mehr gemacht haben als ich in dieser Arbeit. Das war Frau Dr. Kirsten König, Dirk Sattelmeier und der Friedemann Bedlitz, der irgendwo da hinten in der Friedrichstraße ist. Aber ich will, wenn ich die Zeit kurz habe, ich will etwas dazu sagen. Für die Anwälte ist es gerade auch nicht leicht. Viele von den Kollegen kriegen gerade ziemlich viel Druck. Vielen Kollegen wird genauso gesagt wie euch, sie seien Schwurbler, sie seien Aluhüte, sie seien Verschwörungstheoretiker. Einfach nur deswegen, weil sie ihren Job machen. Weil sie Kinder unterstützen, die in der Schule Masken tragen sollen. Weil sie Menschen unterstützen, die in den Geschäften Masken tragen sollen. Weil sie einfach sich für euch einsetzen, was ihr Job ist. Und liebe Kollegen, ich bedanke mich dafür. Also, an Turm 11 sollen bitte die Abstände eingehalten werden, weil die Polizei dort bereit steht zur Auflösung der Gruppe oder der Menschen, die da sind. Also Turm 11, wo ist es genau? Turm 11, bitte die Abstände. Ist nummeriert, also wer an Turm 11 ist, bitte Abstände einhalten.